Nein, mir passiert das nicht, nein. Die Frage ist ja immer, was ist die Praxis? So, was habe ich den Anspruch, an Praxis zu praktizieren? Jetzt einmal die Frage, wo baue ich das auch ein in meinem Tagesablauf? Passiert ganz, ganz häufig heutzutage, dass wir so oder dass viele Leute genauso anfangen. Ja, herzlich willkommen jetzt zu unserer ersten Folge Gongs the Show mit Alex und Gerard. Wir starten auch gleich mit der neuen Frage und die lautet heute: Wie kann ich eine tägliche Relax- oder Meditationssession etablieren? Das wäre echt nötig. Ich kriege das aber nicht dauerhaft in meinen Tag unter, sondern mache das nur, wenn sich eh schon alles in mir dreht. Gera, hast du dazu eine Idee dazu? Ja, Passiert es dir nein. selber auch? Nein, mir passiert das nicht, nein. Hm. Ja, na klar habe ich da eine Idee zu. Und es ist halt so, die Frage ist ja immer, was ist die Praxis? So, was habe ich den Anspruch, an Praxis zu praktizieren? So, und ich habe es oft erlebt, bei mir selber natürlich auch in den Anfängen, dass da eigentlich eher zu viel auf den Teller drauf kommt. So. Und dass das dann schnell unrealistisch wird, diese Praxis beizubehalten. So. Jetzt einmal die Frage, wo baue ich das auch ein in meinem Tagesablauf? So. Und wenn ich dann viel habe und dieses viel noch in so einen auch schon vollen Tag mit einbauen will, und es ist ja oft bei Leuten, die schon gestresst sind oder die zu viel um die Ohren haben, wo mit in der Familie viel los ist oder einen langen Arbeitstag, dass da der Impuls ja oft so entsteht, ich will mal was für mich tun. Ich bräuchte mal eine Auszeit für mich. Eigentlich bräuchte ich mal einen halben Tag, wo ich gar nichts mache. So. Und dann zu gucken, wo gibt es eine sinnvolle Zeitphase am Tag? Ist es vielleicht sinnvoll, das vorzuschalten? Also gar nicht zu gucken, okay, wann ist abends noch Zeit dafür, weil die Zeit ist dann oft nicht, sondern zu gucken, okay, ich gehe vielleicht abends eine halbe Stunde früher ins Bett als üblich, kann dann vielleicht 20 Minuten früher am nächsten Morgen aufstehen und setze mir dann halt erstmal nur ein Zeitfenster von 3 bis 5 Minuten, wo ich einfach nur aufstehe und nichts mache. Und nicht gleich aufstehe und das Smartphone aufmache und auf WLAN schalte und gucke, was nun wieder los ist, sondern erstmal diesen Übergang vom Schlaf in den Tag für mich als Praxis etabliere. So, weil das kann auch schon eine Form von Meditation sein. So, nicht sofort in diesen Alltagsbetriebsmodus zu switchen und gleich loszulegen, sondern sich mal hinzusetzen, zu spüren, wie fühlt sich der Körper an, paar Atemzüge zu nehmen, durchzuatmen und nur für sich den Moment zu sein und zu bleiben, weil das so meine Erfahrung, wenn das klappt halt, dann ist die Grundlage für den Tag eine ganz andere, als wenn wir sofort Augen auf, Maschinen an, Telefone an, Computer an und gleich in dieser Mechanik loszurennen. Das ist passiert ganz, ganz häufig heutzutage, dass wir so oder dass viele Leute genauso anfangen. Es geht ja schon allein mit der Art und Weise an, wie man aufgeweckt wird, ob man das jetzt mit dem Smartphone, mit irgendeiner App, mit irgendeiner Radio, was man da, ich weiß nicht, noch so unsere alten Generation mit Radio, Radiowecker, dann kommt aber trotzdem irgendeine komische, lustige Morningshow, die versuchen, die Leute irgendwie mit guter Laune in der Früh zu unterhalten. Du hast aber, wenn du so aus dem Schlaf rauskommst, bist du ja noch so in dieser Twilight Zone zwischen Schlaf und zwischen Wachsein. Das ist auch eine sehr, sehr gute Phase, wo du Dinge zum Beispiel sehr, sehr gut in dein Unterbewusstsein reinkriegst, weil du immer noch zwischenher switchen kannst. Und wenn du da langsam hochziehst, kriegst du eine ganz andere Qualität rein, als wenn du dich wie mit dem Fahrstuhl vom leichten Schlaf, das ist ja so diese Traumphase auch kurz vorm Aufwachen und dann geht's hoch. Oder du bist sogar noch vielleicht im Tiefschlaf und wirst da mit deinem Wecker rausgerissen. Deshalb ist es da immer gut und immer sehr, sehr wichtig, dass man gewisse gleiche Zeitfenster hat. Man kann ab und zu mal zu einer anderen Zeit aufwachen, aber ich persönlich empfehle es immer, zu grob derselben Zeit einfach zu machen und es auch am Wochenende nicht so sehr zu variieren. Und das ist auch schon eine Sache, wie man das einfach, was man da hinein etabliert, weil das Wort etablieren sagt ja auch schon, da ist irgendetwas fest in meinem Leben, ein fester Bestandteil.
Und wenn wir es zum Beispiel schaffen, morgens ins Bad zu gehen, dort gehst du aufs Klo, dort putzt du dir die Zähne. Und wenn man dir jetzt fragt, sag mal, Gérard, macht Spaß hier jeden Tag Zähne zu putzen? Kommt es häufig vor, ja, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, das mache ich halt. Ja, warum machst du es? Habe ich mal gelernt und mit ein bisschen überlegen wird es dann auch ein paar rationelle Gründe, warum das echt wertvoll ist, dieses Zähneputzen. Aber trotzdem hast du es geschafft, das so reinzubringen und viele machen das sogar noch abends. Was das Spannende an dieser Mundhygiene-Geschichte ist, was wieder schwierig für manche ist, da noch regelmäßig was zu etablieren, wie zum Beispiel Zahnseide oder ein Zungenschaber oder so etwas. Also wieso funktioniert 2 Minuten Zähneputzen, aber 30 Sekunden oder 5 Sekunden Zungenschaber funktioniert nicht? Da sind wir genau wieder in dieser Etablierungsgeschichte. Und bei Meditationssessions, da habe ich zum Beispiel oftmals früher gelernt, da kriegt man dann eine Meditation von seinem Lehrer und die soll dann 11 Minuten dauern und da soll man sich dann hinsteigern. Und habe inzwischen aber durch viele Bücher, durch Workshops, die ich gelesen habe, selber aber auch gemerkt, mit 11 Minuten zu starten, das ist einfach schon für viele ein ziemlicher Brocken. Und wenn du irgendetwas starten willst, dann gibt es ja erstmal im Körper und im Kopf einen Widerstand. Denn du brauchst dafür Energie, du musst Energie aufwenden, um etwas anderes in deinem Tag zu verändern. Du hast 24 Stunden, die hast du ja bis jetzt immer ausgefüllt. Jetzt kommt was Neues rein. Wo machst du das rein? Ich habe das auch ganz, ganz lange Zeit zum Beispiel in der Früh gemacht, genau so. Und habe dann aber gemerkt, das ist dann irgendwie zum Beispiel im Familienumfeld eher eine schwierige Sache. Ich müsste also früher noch aufstehen und mache jetzt meine Meditation am frühen Abend. Das ist nur meine ganz persönliche Geschichte. Da gibt es viele, die von der spirituell-yogischen Seite und auch von der wissenschaftlichen Seite her sagen, nutz eher die Morgenstunden, so wie ich das vorher beim Aufstehen gesagt habe, weil da bist du ja noch in dieser Twilight Zone. Da kommst du noch viel, viel mehr an deine tiefen Themen einfach ran, als wie wenn du das während des Tages machst, wo du gerade vollgeballert bist. Mein Tipp dafür ist aber schon, finde für dich den idealen Zeitpunkt, starte klein. Mit klein meine ich auch, du musst das so für dich verbinden, dass das in deinem Kopf drin nicht gleich so ein Brocken wird, sondern fang an, man nennt es im Business Micro-Actions. Also fang an, indem du zum Beispiel dir einen Meditationsplatz machst, baust, suchst, wo du das machst. Bei mir ist es zum Beispiel vor dem Gong oder bei anderen Meditationen, wo ich mit Brainwave-Musik das mache, da liege ich auf dem Bett. So wie das jetzt beim Gérard aussieht, wäre das eine schöne Atmosphäre, dort vorm Gong zu sitzen. Und damit verbindest du in deinem Kopf Meditation mit diesem Platz, so wie du Essen mit deinem Esstisch verbindest, Zähneputzen verbindest du mit dem Bad. Wenn du da in der Früh reinkommst, passiert das automatisch. Wenn du auf der Couch sitzt, verbindest du das mit entweder Lesen oder mit Fernsehen. Und genauso kannst du das in deinem Kopf mit einem Platz verbinden. Das machen die in Tibet übrigens auch, die haben ihren Meditationsplatz. Die Muslime, die haben sogar, wenn sie mobil unterwegs sind, ihren eingerollten kleinen Teppich mit dabei. Das ist eine wahnsinnig gute Verknüpfung im Kopf. Und wenn du das etablierst und du startest am Anfang, nur indem du in dich hineinspürst, 2-3 Minuten, nur du schließt die Augen und dann gehst du einmal kurz durch deinen Körper durch und kommst damit schon in Verbindung zu dir selbst. Und dann hör wieder auf. Und wenn du das 7 Tage lang gemacht hast, dann kannst du mal starten mit 2 Minuten von einer Meditationsübung. Und lass dir wieder Zeit. Und dann wieder ein paar Minuten mehr. Und so kannst du dich steigern und du kannst es jedes Mal mit diesem Platz verbinden. Deshalb funktioniert es nicht so gut, zum Beispiel an einem Platz zu meditieren, der mit was anderem verbunden ist. Auf der Couch meditieren, an irgendeinem anderen Platz, wie zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt am Anfang empfehlen, das im Bett zu machen, weil da ist die Verknüpfung mit Schlafen.
Deshalb mach es an so einem eigenen Meditationsplatz. Ich kenne auch welche, die haben tatsächlich ähnlich wie die Muslime, die haben, wenn sie unterwegs sind, so eine, wir haben so oft diese Schafswollmatten, im Gegensatz zu den Hatha-Yogis, die immer diese Gummi-Kunststoffmatten haben. Und die gibt's auch einmal einen Meter als Meditationsplatz. Dann rollen die ein und haben die in ihrem Koffer mit drin. Und damit kannst du das auch im Hotel mit dieser Matte verbinden. Und damit kriegst du es sehr, sehr gut hin, das zu verbinden. Einfach im Kopf Meditation mit diesem Platz, mit dem. Fällt dir noch irgendwas ein, Gerard? Wozu genau jetzt? Wie kann man so eine Meditations- oder so eine Yoga-Session etablieren und nicht erst dann machen, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Naja, wie du es schon gesagt hast, also mit kleinen Schritten anfangen, das ist natürlich für jemanden, der jetzt vielleicht noch gar keine Meditations- oder Entspannungserfahrung hat, ein total guter Schritt, weil auch darüber, finde ich, lernst du ja und lernt das System, sich Stück für Stück daran zu gewöhnen, also auch umzustellen und es halt in die anderen Bewegungs- und Tätigkeitsabläufe mit einfließen zu lassen. So, ich hatte vorhin so das Bild, als du das gesagt hast, mit dem ins Bad gehen und was man morgens als erste Schritte macht, so aufs Klo und dann Spiegel gucken, aha, das bin wohl noch ich und dann Zähne putzen, so. Dass es ja auch ein Schritt sein könnte, dann zu sagen, okay, ich mache diesen Akt des Zähneputzens zu einer meditativen Form. Es ist ja auch immer eine Frage, wie führe ich eine Tätigkeit aus? Ne, mache ich das so, jetzt muss ich wieder ins Bad, muss die Zähne putzen, kein Bock, langweilig, nervt. Oder ich gehe dahin und sage, okay, Zähneputzen dauert 2-3 Minuten und ich nehme mir diese 2-3 Minuten und mache diesen Akt des Zähneputzens wirklich auch zu einer meditativen Form, zu einer meditativen Tätigkeit. Also ganz bewusst diese Zahnbürste zu greifen und dann zu gucken, wo fange ich an zu putzen und wirklich dabei der Sache zu sein. Weil wenn bei vielen Leuten, und da erlebe ich mich selber auch natürlich zwischendurch immer mal wieder, geht man ins Bad, macht seine Sachen, Zahnbürste und ist am Putzen und bist aber eigentlich schon, okay, hier bist du am Putzen und im Kopf bist du schon in der Küche und kochst schon deinen Kaffee und machst dein Frühstück und weiter im Kopf bist du aber schon halb im Auto und dann bist du schon ganz schnell irgendwo bei deinem Kunden und so und nicht mehr beim Zähneputzen. Das heißt, du bist gar nicht mehr mit deiner Präsenz, mit deinem Wahrnehmen hier an Ort und Stelle, sondern schon in der Zukunft mit irgendwas beschäftigt. Was wieder Sorge oder Projektion oder irgendwas, was in unserem Kopf denn entsteht, was da halt sein könnte in einer halben Stunde oder in einer Stunde. Und das ist ja auch ein zentrales Element von einem meditativen Zustand, dass wir halt merken und spüren, okay, wir sind hier. Also viel mehr in diesem Wahrnehmen, in dieser Existenz, in diesem Wertschätzen für den gegenwärtigen Moment anzukommen. So. Das gibt ja einen Zugang zu diesen meditativen Erfahrungen und Zuständen. Ich denke, das ist total wertvoll, weil bei dem, da kannst du wirklich mitgehen, weil die Tätigkeit, die kennst du und kannst du schon. Jetzt kannst du dich sozusagen darauf wirklich gut fokussieren. Das ist so der totale Gegenentwurf zu dem, was wir heute sehr, sehr häufig erleben, zum Beispiel, wenn wir beim Essen da sitzen, dann gibt es keine Impulse, die jetzt reinkommen. Also nehme ich mein Smartphone, stelle es mir her und gucke dabei noch irgendwelche Video oder ich switch da noch mal durch, während ich nebenbei esse. Das ist so, mir ist es immer aufgefallen in der amerikanischen Kultur, schon in den 50er, 60er Jahren, wo der Fernseher einfach im nebenbei 24 Stunden oder sagen wir mal, wenn sie aufstehen, bis der Letzte ins Bett geht, läuft der den ganzen Tag. Aber sie gucken nicht eine Folge dafür wirklich bewusst, vielleicht mal ein Footballspiel oder irgendwas, aber wenn diese ganzen Sitcoms laufen, das läuft einfach nebenbei und die werden durch diesen Geräuschpegel, durch diese Stimmen Teil der Familie, aber sie machen das, was sie tun, nicht richtig mit Bewusstsein. Und bei uns gibt es zum Beispiel am Küchentisch die Regel, erstens, wir essen da, wir verbinden also das Essen mit dem Küchentisch und ich nehme mir das Essen nicht mit in mein Zimmer und setze mich da neben den Computer und schiebe mir da was rein, sondern wenn du isst, dann sitzt du am Küchentisch und dort essen wir. Da kannst du auch alleine essen, das ist kein Thema, aber wenn du dort etwas isst, hast du auch deine Geräte auf, hast du auch keine Kopfhörer drin und
Wir haben jetzt einen Spätjugendliche und einen Frühjugendlichen bei uns in der Family. Und bei beiden muss man das seit Jahren immer wieder sagen, wenn du isst, Geräte aus. Ist ja kein anderer da. Das verstehen die zwar überhaupt nicht, warum, denn ich kann doch da jetzt, während ich jetzt hier meine Gemüsestäbchen esse, kann ich doch jetzt hier gucken. Das geht um ganz was anderes und das Verständnis haben sie nicht. Und deshalb mache ich das mit ein bisschen elterlichen Disziplindruck. Aber ganz einfach, weil mir das wichtig ist, bei der Sache zu bleiben, wenn ich eins mache und auch wenn ich zum Beispiel eben Zähne putze. Also sehr, sehr gutes Beispiel. Wie kann ich das voll so reingehen, dass ich jeden Zahn spüre? Ah, jetzt wissen wir ja, Zähne kannst du nicht spüren, aber du kannst das Zahnfleisch drumherum spüren. Wie kann ich das eins nach dem anderen machen? Warm, 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 warm. Und das ist eine Verbindung mit sich selbst sein. Da kannst du nicht einfach auch selber hineinkommen. Und dann hat das Zähneputzen noch den Vorteil, es ist immer zum gleichen Zeitpunkt. Du machst es nicht um 10 Uhr Vormittag, um 2 Uhr Nachmittag, sondern du machst es immer zum gleichen Zeitpunkt und verbindest es damit. Ist schon vorinstalliert. Das ist quasi über Jahre und Jahrzehnte schon als Basisprogramm vorinstalliert. Da kannst du dann diese Verfeinerung quasi drauf modulieren als neue Ebene. Ja. Das wäre für die Anfangsding. Wie kann ich überhaupt eine neue Gewohnheit in mein Leben reinbringen? Stops an was du schon tust, dann ist der Aufwand nicht so groß, dann ist der Widerstand nicht so groß. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie wir Menschen einfach ticken, ist, es muss einfach sein, es muss Freude bereiten. Das heißt, am Ende braucht es eine Form von Belohnung. Deine Belohnung beim Zähneputzen ist jetzt wieder schöner, guter Atem und saubere Zähne. Deine Belohnung vom Kaffee trinken ist, ich habe jetzt gefrühstückt, ich glaube zumindest, dass ich jetzt fitter bin und so weiter. Also wir tun die Dinge nur, wenn am Ende eine Belohnung dabei rauskommt. Wenn ich was davon habe, habe ich nichts davon, dann sagen wir ja auch, ja, das bringt mir ja nichts. Das hat mir jetzt nicht geschmeckt. Und dann tun wir es nicht mehr, weil der Energieaufwand ist es nicht wert. Und das ist beim Meditieren, ist ja der Energieaufwand minimalst. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, den Energieaufwand runterzuziehen. Die Belohnung dafür, die ist bei mir zum Beispiel, weil ich eine Art von Meditation mache, die sehr, sehr viel mit der Verbundenheit mit dem Körper ist. Und deshalb will ich auch etwas spüren, also richtig Emotion. Wie fühlt sich das an? Und dabei kriege ich dann eben das als Belohnung, wie fühlt sich das an? Und das sind zum Beispiel eben von niederen Schwingungen hochzugehen in Dankbarkeit, in Liebe, in Neugier und was es für höher schwingende Emotionen einfach gibt, bis hin zu Glückseligkeit. Und wenn der Körper merkt, der kriegt das da, dann ruft der danach, dann will er das irgendwann haben. So wie so eine Art von High-Gefühl. Und das ist der große Punkt, wenn du mit deiner Meditation fertig bist, dass es nicht nur so ein Teil ist, wie ich kann es abhaken, jetzt bin ich in meiner Linie schon bei 27 Tagen am Stück, das möchte ich ungern unterbrechen, das ist so eine reine Kopfgeschichte, sondern was bringt mir das? Und wenn du das damit verbinden kannst, dann werden in deinem Gehirn ganz einfach ein paar Dopamine ausgeschüttet und darauf läuft sehr, sehr viel einfach bei uns hinaus. Was habe ich davon? Und verbinde es mit etwas, was dir Freude bereitet. Du kannst dir danach auch eine Belohnung geben, wenn du zum Beispiel so tickst. Dann kannst du danach runtergehen und kannst einen Kaffee trinken. Dann du kriegst nach dem Meditieren dein Und das kannst du selber ansetzen. Also da ticken wir Menschen einfach, weil wir so individuell sind, so verschieden. Und probier da gerne dran rum, was du dabei dir selbst als Belohnung machen willst. Ich zum Beispiel bin dieser sich selbst belohnungsgeben Typ nicht so. Also bei mir klappt es nicht, wenn ich danach sage, dann kriegst du ein Stück Schokolade, so eine schöne dunkle 80-prozentige, weil die kann ich mir auch sonst nehmen. Das wirkt nicht so als Belohnung. Deshalb ist es bei mir eher diese Emotionen, die aufkommen. Die funktionieren bei mir sehr gut. Aber bei anderen klappt es eben wiederum schon. Das ist übrigens das Tolle an uns Menschen, dass wir zwar sehr, sehr gleich ticken, aber trotzdem so individuell sind, dass du bei dir gerne rumprobieren kannst.
Also ein schönes Ritual in dem Zusammenhang finde ich auch, es kann ja auch mal ausprobiert werden oder kann jeder für sich selber mal überprüfen, ob das auch funktioniert. Halt nach so einer kleinen 1, 2, 3 Minuten Meditationssession oder halt meditativen Zähneputzen, das für sich anzuerkennen. So, also anzuerkennen, dass du als diejenige Person, die diese 3 Minuten Meditation oder vielleicht nur 1 Minute Meditation dir gegeben und dir geschenkt hat, das wertzuschätzen, dass es diesen Zeitraum gegeben hat. So, also quasi sich selbst danken, dass das möglich gewesen ist, jetzt mal für den Zeitraum in einen anderen Space, in einen anderen Zustand reinzuswitchen. Mhm. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ne? Weil sonst kommt man ja gar nicht auf die Idee zu sagen, so, ich kriege das in meinem Tag nicht unter. Also wann soll ich das denn machen? Und ich komme erst auf die Idee, das in Anspruch nehmen zu wollen, wenn ich eigentlich keine Kraft mehr habe oder wenn ich über dem Limit bin und nicht mehr kann. So, wenn ich nicht mehr genau weiß, wo mir der Kopf steht. So. Ja. Und das ist natürlich auch so eine gewisse Form von Vorstellung, die wir haben. Wir haben keine Zeit dafür. Das stimmt ja nicht, weil Zeit hat jeder 24 Stunden am Tag. Die Frage ist ja immer nur, was stellen wir damit an? Also womit füllen wir diese Zeit, bewusst oder unbewusst? Oder wo lassen wir auch zu viel Dinge an uns ran oder reinströmen, die wir nicht draußen lassen, die dann das Gefühl erzeugen, dass wir keine Zeit für eine Minute sitzen und atmen haben, weil das kann ich überall einbauen. Also ein bestes Beispiel ist, ich warte auf Alex und wir wollen hier uns in die Show verabreden und die Internetverbindung klappt nicht. So, dann sitze ich da und warte. So, und dann kann ich natürlich jetzt wieder irgendwas gucken im Internet und noch schnell meine E-Mails checken oder ich sage mir, der wird schon irgendwann wiederkommen, vielleicht dauert es eine halbe Minute oder eine Minute. Was für ein Geschenk. Und ich atme und ich sitze und ich bin. Und schon habe ich wieder eine kleine Portion Zeit für mich selbst, die ich mir schenken kann. Du kannst es so oft am Tag einbauen. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich Auto fahre und ich stehe an einer Ampel, dass ich, wenn die rot ist, dann konzentriere ich mich so auf das Grüne und bin nur auf dem Fokus, auf diese grüne Lampe, bis sie kommt. Kling, und dann ist sie da. Und ich möchte in dieser Zeit, das sind ja oft nur 20 Sekunden, an nichts anderes denken. Kein zweiter Gedanke. Ich gucke nur darauf. Du kannst auch auf das Rote gucken und einfach warten, bis es verschwindet. Und dann kannst du auch losfahren. Und das ist eine Form von Zwischenfokus. Wie kannst du deinen Fokus halten? Und dann darfst du ihn wieder schweifen lassen. Und dann den Fokus wieder herziehen. Und wieder schweifen lassen. Und dann ziehst du ihn wieder her. Oder wenn du in der S-Bahn sitzt, da geht ja da die Tür auf und zu, kommen Leute rein, kommen Leute raus. Dann fokussiere ich bei irgendeiner Person auf irgendein Detail, die da stehen, also Hand an der Stange, haben die irgendwie meistens irgendein Kopfhörer drin und hören was und haben da ihre Tasche umhängen. Fokussiere ich auf die Schnalle an dieser Tasche. Von einer Station zur anderen. Nur darauf gucken und dann wieder weg, dann gehen die wieder oder es kommen neue Leute rein, die muss sich anders positionieren, dann lass deinen Fokus wieder gehen und das nächste Mal zieh ihn wieder hin. Und das ist eine wahnsinnig tolle Übung, die du auch in der Meditation machen kannst, wenn du da merkst, oh, jetzt ist mein Fokus wieder woanders, das ist wie der Sinn meiner Meditation. Und der Sinn der Meditation muss ja nicht immer Gedankenstille sein, sondern es kann ja auch sein, du hast die Aufgabe, über etwas nachzudenken oder möchtest es selbst. Und dann, zum, ziehst du sie wieder her. Du merkst es wieder, der Geist ist weg, zum, ziehst du sie wieder her. Das kannst du ständig im Tag einbauen. Kannst du auch in der Arbeit machen. Sitzt in einem langweiligen Meeting irgendwo, fokussierst du dich jetzt auf irgendeinen Punkt. Kriegt gar keiner mit. Zeit meditieren, kriegt gar keiner mit. Ja, dann fokussier dich da auf irgendeinen Punkt, dann wuff. Geh wieder weg und hör den anderen wieder zu. Ah, oh, die sind immer noch bei diesem Thema. Okay, dann fokussier dich wieder auf irgendwas. Kannst du ständig damit spielen. Und damit etablierst du das die ganze Zeit und dein Geist verbindet das damit. Und das ist wie ein Training. Du kannst den Geist trainieren, wie du einen Muskel trainieren kannst. Ja. Und was ich auch noch als Bild gerade dazu bekomme, also so eine Frage oder so eine Formulierung, ich kriege es aber nicht dauerhaft in meinem Tag unter. Das steckt ja schon drin in dieser Formulierung, wie sie formuliert ist. Das heißt, mit diesem Satz legen wir fest, kriege ich nicht hin, steht ja da drinne. So. Und aber mit dem, was wir gerade so beschrieben und auch diese Alltagsbeispiele, die du und ich genannt haben, die führen ja dazu, dass wir wegkommen von diesem,
Ah, ich müsste mal am Ende der Woche irgendwo zu einer Meditation gehen. Also es wird dann so weit rausgeschoben und es wird dann auch noch unwahrscheinlicher mit diesem vorgeschalteten Gedanken, ich kriege das ja sowieso nicht dauerhaft in meinem Tag etabliert. Und wenn wir es aber halt schaffen mit diesen kleinen Elementen, die Ampel, das Zähneputzen oder irgendein Knopf oder weiß der Kuckuck was, wo wir halt für den Moment uns mit verbinden, dann kommen wir viel mehr weg von diesem, es muss immer auch so was Besonderes sein oder ich muss 2,5 Stunden am Tag meditieren, damit da besonders viel passiert. Weil das ist ja gerade bei Leuten, wo der Tag so voll ist, dann noch so ein Anspruch, naja, also wenn ich so viel arbeite und so kaputt bin, dann hilft bestimmt 2 Minuten Meditation nicht. Da brauche ich bestimmt 1 Stunde oder 2, damit das überhaupt hilft und wirkt. Und dann haben wir uns noch einen reingebaut in unseren Kopf und in unser System, was es noch viel unwahrscheinlicher macht, weil da gehen wir dann erst recht nicht hin. So. Oder wir gehen mal hin und dann haben wir halt 2 Stunden eine riesen tolle Meditationserfahrung und sind so in so einem Mega-Bliss-Zustand und kommen dann raus und dann ist halt alles wie vorher oder es verblasst innerhalb von kürzester Zeit wieder. Und im Alltag kriege ich es dann trotzdem nicht etabliert und dann bin ich wieder gestresst und frustriert davon, dass ich das halt nicht eingebaut bekomme. Also da zu gucken, wo sind kleine Zeitfenster, wo sind kleine Elemente, wo muss ich 2 Minuten länger auf den Bus warten oder auf die Bahn. Und das als, ja, als kosmische Geschenke anzusehen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und da stellt sich dann ja auch immer die Frage, was mache ich mit diesen 2 Minuten? Stehe ich nur auf dem S-Bahn-Gleis und tippe mit dem Fuß, weil ich genervt bin, dass die S-Bahn nicht kommt? Das kann ich ja dadurch eh nicht ändern. Oder ich sage mir auch da wieder, das sind bestimmt noch 8 Atemzüge. Und dann kommt die halt reingefahren. Und damit kriegst du das auf eine andere Art und Weise in deinen Tag rein. Und da kommt schon so ein zweiter Punkt, der ja auch noch da drin steht. Wenn sich eh schon alles in mir dreht, dann ist es ja schon dazu gekommen, dass sich das alles dreht. Wenn du diese Zwischendinge allerdings nimmst, dann kriegst du so ein Werk dafür, dass du erstens mal in eine andere Verbundenheit gehst. Das heißt, du kriegst vorher schon ein Alarmsignal. Oh, jetzt geht's aber wieder in die Richtung. Dann kannst du deinen Stopp reinlegen. Das geht in der Arbeit genauso. Genauso wie in der Arbeit ja es akzeptiert ist, dass du aufstehst und dir einen Kaffee holst, dass das akzeptiert ist, dass du aufstehst und gehst aufs Klo. Merkt es ja auch keiner, wenn du aufstehst und einfach deinen Körper mitnimmst und gehst aus der Situation raus, einfach nur um kurz. Und dann kommst du wieder. Genauso wie du, dann kannst du auch mit einer Tasse Kaffee oder mit einer Tasse Tee oder mit einem Glas Wasser wiederkommen. Aber das ist der Punkt, wo du schon mal verhinderst, um überhaupt da reinzukommen in so einen Stressmoment, sondern du ziehst deinen Körper raus. Nimm deinen Körper immer als Ganzes mit und nicht nur den Kopf, so um Gottes Willen. Und dann bleibst du hier sitzen. Du hast die gleichen Leute, die dich dazu ballern. Da ist es sehr wesentlich wertvoller, einfach mal kurz die Szenerie zu verlassen und mit einem Glas Wasser wiederzukommen. Und in dieser Zeit hast du irgendwo, kannst du ja, während du dieses Wasser runterlässt, während du in der Kaffeemaschine guckst, wie der da runtersprudelt, genau dich wieder auf diesen Punkt einfach fokussieren. Und damit baust du diese Technik während des ganzen Tages ständig rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dir alles dreht, wird ein Stückchen geringer, weil du ständig sozusagen, man hat es früher mal mit Dampfmaschinen verglichen, deshalb gibt es ja immer noch diesen Begriff, mal Dampf ablassen. Pff, du kannst das Ventil immer wieder dazwischen drin aufdrehen, wenn der Druck einfach zu groß wird, und dann gehst du wieder rein und etablierst es so auf diese Art und Weise, und dann fällt es dir auch leichter, mal zu sagen, okay, jetzt kann ich das ja an der Ampel und der S-Bahn oder dann, jetzt kann ich mich eigentlich auch mal hierher setzen und jetzt probiere ich das mal in Ruhe und starte so. Und das Also mündet spiel dann, damit. ja, und das mündet dann quasi automatisch in Achtsamkeit, ne? Ohne dass wir jetzt hingehen müssen und sagen, ich muss jetzt Achtsamkeit praktizieren, weil wenn wir das machen mit so kleinen Elementen, dann achten wir ja viel mehr auf den Moment, wir achten mehr auf die Elemente, die um uns sind, wir achten viel mehr auf, wie fühlen wir uns in unserem Körper, mit unserer Atmung, mit unseren Emotionen an. Und es ist halt gleichzeitig ein Achtsamkeitstraining parallel für Körper, Geist, Seele, Emotionen. So. Es schleicht sich dann quasi als Unterebene noch damit zu. So ein ganz schöner Nebeneffekt. Ja, und damit veränderst du oft mehr, wenn du das in deinem Alltag etablierst. Ich nenne das immer,
Yoga im Alltag, das ist das für mich, anstatt zu sagen, jetzt muss ich hier an meinem Stuhl sitzen und mache da irgendeine Rückenbewegung. Das ist für mich gar nicht Yoga im Alltag, sondern das ist das, wie gehe ich mit den Menschen um, wie bin ich mit mir so verbunden, dass ich frühzeitigst das schon merke, dass ich aber auch merke, wenn ich zum Beispiel nach dem Mittagessen, wieder so eine Szenerie in der Arbeit, ich sitze da und da sind in der Sonne ein paar Steine, wo die Kollegen da mit ihrem Kaffee sitzen oder da haben die eine kleine Situation mit solchen Stühlen, da setze ich mich einfach hin, lasse die Sonne für ein paar Minuten mir ins Gesicht scheinen und mache dieses Bewusstsein, mir geht's gut. Also eigentlich brauche ich mich hier nicht beschweren. Das geht mir echt gut. Das ist schön. Und das gibt dir, da kommen Emotionen, auch wenn du diese jetzt nicht überschwellend spürst. Trotzdem produziert der Körper dann eine ganze Menge biochemische Stoffe, die dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset wieder ran. Und wenn sich das wieder runterzieht, kriegst du beim Runterziehen schon den Alarm. Oh, da kommt jetzt was. Und dann nimm deinen Körper wieder raus und sorge wieder dafür, dass es dir gut geht. Das ist wesentlich wertvoller, als zu sagen, ah, das ist so schwierig, morgens nach dem Aufstehen ist es so voll, da kriege ich keine 10 Minuten Meditation unter. Finde deinen Weg. Yes. Ja. Sehr schön. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt ziemlich viel so einfach rausgesprüht. Wie ich damals so meine Ausbildung gemacht habe, auch das ist, was du am Anfang gesagt hast, das ist ja eigentlich so viel Overload, dass es zu viel ist. Deshalb spiel damit rum und guck einfach mal, was an einzelnen Themen, Inspirationen für dich spannend sind, was du gerne ausprobieren möchtest, was klappt und was nicht. Und dann gibt es auch weiter und erzähl es einfach anderen. Wie machst du das? Was hast du da für eine Technik und was probierst du da gerade aus? Das ist für viele Leute dann eben auch spannend, weil denen geht es häufig genauso wie dir. Jawohl. Ja, Gerard, dann danke ich dir. Danke. Und ich freue mich auf unsere nächste Session. Ich mich auch. Ja, alles Gute dir. Ciao. Ciao, ciao.